bei schreienden Babys wissen wir, dass halt eigentlich kulturübergreifend die Reaktion von Eltern ist, sie auf den Arm zu nehmen. Ja? Aber dann kommt halt die Geschichte, die hinter uns liegt, die uns sagt, nein, Kinder schreien stärkt die Lungen, Kinder dürfen nicht verzärtelt werden, du erziehst die Kinder zu Tyrannen und so. Und in diesem Moment, ne, also man kann sich das so bildlich vorstellen, du willst dich so rüberbeugen, um das Kind hochzuziehen und dann kommt, ah nee, aber die haben ja jetzt gesagt, nee, und du darfst das nicht und das nicht und das nicht, vielleicht nehme ich es doch lieber nicht hoch. Ne? Und dann kann dir helfen zu wissen, nee, aber die Forschung sagt, das ist in Ordnung, und dann nimmst du dein Kind hoch, ne? So, oder ich habe das und das gelesen, ich habe den Artikel gelesen oder so. Und das kann diese Hemmschwelle, die da eingebaut wurde, einfach wieder aufheben. So, also ich stelle mir das immer so bildlich direkt vor. Ne? Oder wenn du das halt nicht hast, denkst du ja, okay, vielleicht haben die anderen recht, ich lasse es mal lieber schreien, damit es dann später nicht ein Tyrann wird.